Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shadowverse Arena. Und wir sind ja nicht mehr. Oh, wir sind ja nicht mehr ganz so weit entfernt von. Ich denke, ich nehme mal Swordcraft. Wir sind ja nicht mehr ganz so weit entfernt von der 200. Folge, weshalb ich. Okay, dann nehme ich definitiv den hier. Weshalb ich jetzt in den kommenden Folgen wahrscheinlich auch etwas weniger. Oh. Ivory Swordlands ist sehr, sehr stark. Dual Blade View ist natürlich geil, aber ich denke, ich gehe mal damit jetzt. Weshalb ich in den kommenden Folgen auch etwas weniger Packs öffnen werde, da ich halt immer noch versuche, die dementsprechende Anzahl an, dass ich halt immer noch versuche, 200 Packs insgesamt zu bekommen. Ich denke tatsächlich, dass ich hier mitgebe. Brave Intervention nehme ich dann einfach mal dort. Ich weiß, ich denke, ich nehme den, weil ich glaube ich auch nicht so viel Maschinenkarten habe. Ah, Levin Archer. Levin. Ich denke, damit gehe ich dort. Okay, nochmal Levin Archer und den dann. Dance of Reception ist eine ganz gute. Jetzt ist für mich natürlich die Frage, noch einmal Dian oder ich denke, ich gehe mit Octress. Dian habe ich ja schon einmal. Ich glaube nicht, dass ich die Karte zweimal brauche. Ich denke, da ist Octress in dem Falle für mich tatsächlich die klügere Wahl gewesen, auch was die Zweitkarte angeht. Vor allem, weil ich ja auch Dings noch habe, Piratin Alvira oder wie die hieß. You must die. My blossoms will reflect in your eyes. Damit kann ich doch mal ganz gut anfangen, würde ich mal behaupten. Dann kann ich gleich im ersten Zug Quickblader spielen und danach die Oathless Knights rausholen. Und einfach hoffen, dass er nicht so schnell hinterher kommt. Das ist auch nicht so schlecht. Das ist wirklich nicht so schlecht. Ja, okay, der Taffy Wolf, das ist, könnte für mich auch schlimmer sein. Ja, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen ärgerlicher. Aber nun gut. King's Welcome. Mache ich dann noch nicht. Ich denke, ich fange erstmal hiermit an und gehe weiter Aggro Face. Ich hoffe einfach mal, dass ich. Okay. This is my end. Interessant. Komm, gib mir noch. Okay. Wenn das so ist, dann. Ich bin jetzt echt am Überlegen. Dann mache ich aber, glaube ich, tatsächlich den hier. Hopp. Es ist nicht so ganz optimal, wie ich es gerne haben würde, aber es könnte auch schlimmer sein. Damit habe ich immer noch eine ganz gute Board-Control, zumindest die Runde. Also das wird für mich halt auch noch ganz gut sein. Den hier brauche ich halt auch King's Welcome, muss ihn. Ah, okay. Da kann ich den wenigstens reintraden. Das ist halt natürlich für mich insofern natürlich ärgerlich, dass er jetzt jedes Mal, wenn er eine Maschine Card spielt, halt ein
Fange ich erstmal damit an. Ja, okay. Warte ich nochmal mit. Okay. Den spiele ich jetzt nicht. Vor allem, weil ich denke, ich den später dann das immer spiele. Okay. Hm. Das ist natürlich jetzt sehr nervig für mich. Also ich werde den definitiv gleich evolven und da reintraden. Den gehe ich dahin. Das ist sehr schön. Den kann ich... Den mache ich mal da. Das war, glaube ich, in der Situation mit Abstand das Beste, was ich dann machen konnte. Mit dem kann ich gleich auch noch gut verteidigen. Auch. Delta Cannon, fire. Eradicated all! Everything but the truth! So this is my end. Hm. Okay. Das erscheint mir gerade wie eine gute Wahl, weil dann kann ich gleich danach den hier spielen. Und kann den kostenlos evolven einmal. Ich habe damit den hier auch noch nicht raus. Ach Menno. Boah, könnte schlimmer sein. Hm. Ja, funktioniert nicht. Hopp. It all ends here. Mortal or deity, I'll have them submit yourself to me. Da brauche ich noch nichts spielen. So. Hm. Der hat da wahrscheinlich was gezogen, was womit er den jetzt wegmachen kann, befürchte ich mal. Okay, auch nicht. Ich hatte nur letztes aber noch das hier ja gehabt. Also. Da hatte ich relativ gut die Kontrolle gehabt in dem Match. Da habe ich aber auch gleich von Anfang an schön aggressive Karten gezogen. Und ihn halt dementsprechend den Schaden reingedrückt, dass er. Sehr defensiv spielen musste. Und zudem hat er offenbar nicht die Karten gezogen gehabt, die er gebraucht hätte, beziehungsweise ich weiß ja noch nicht mal, ob er die Karten gehabt hätte. In der Arena kann das so ziemlich alles sein. Oh, Portalcraft. Hm. You must die. Activate. Enhance. Fire. Schon mal nicht so schlecht, aber nicht das, was ich jetzt haben möchte. Hm. Könnte auch besser sein, könnte aber auch schlimmer sein. Also, ich spiele auf jeden Fall den gleich. Hm. Okay, ich spiele immer noch den gleich, danach kann ich den hier spielen. Das ist nervig. Das bringt mir gerade nichts. Ich fange mal hiermit am besten an. Ich kann aber gleich die beiden Territe spielen. Obwohl, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich den evolved habe dann. Hm.
bin jetzt echt ein bisschen am Überlegen. Obwohl, nee, in der aktuellen Situation bringt mir das noch nicht viel. Muss ich halt leider ehrlicherweise sagen. Ich denke, ich mache erstmal. Erstmal mache ich am besten das hier jetzt. Irgendwie bin ich mit der ganzen Situation noch nicht so zufrieden für mich. Ich fange einfach mal hiermit an. Also ich bin echt noch nicht so glücklich damit, wie es gerade aussieht. Den will ich auf jeden Fall gleich als nächstes spielen. Ja, damit habe ich gerechnet. Den kann er auch noch evolven, dann hat er mein ganzes Board geklärt, theoretisch. Okay, habe ich nicht so das Problem mit, dass er das nicht macht. Das funktioniert dann besser für mich. So. Den bewahre ich mir nochmal auf. Das ist eigentlich jetzt dann gleich noch eine sehr coole Combo. Damit sollte ich dann warten, bis ich 8 habe. Hm. Okay. Hm. Das Defense Lesson. Ach, schade. Funktioniert nicht. Gut, dann mache ich halt den. Hopp. Und hopp. Das hat funktioniert. Vielleicht spiele ich gleich den mit Evolve. Ah, fuck you, Acceleratium. Das ist ätzend jetzt. Okay. Das ist sogar noch interessant. Gut, fange ich dann damit einfach mal an. Ja. Jetzt ist für mich die Frage, aber ich denke ja, ich mache das trotzdem. Ja, ich gehe dem Face, dann okay. Gut, dann mache ich mal so. Er wird definitiv den hier killen. Alles andere würde mich wundern, okay. Sogar mit einem ziemlich optimalen Move für ihn sogar. Hm. Ärgerlich. Schade. Also gerade habe ich echt ein bisschen Pech, was das Ganze angeht. Gut. Fange ich aber dann erstmal hiermit dann an. Gut. Heresy will be condemned. No exceptions. Ach shit, ey. I'll take until I starve. Das ist natürlich jetzt ärgerlich gewesen. Dann spiele ich mal den. Da muss er jetzt was gegen machen. Damit bringe ich ihn ein bisschen wieder in Bedrängnis. Und dann spiele ich im nächsten Zug wahrscheinlich die hier.
den kann ich da wahrscheinlich auch noch mit rausjagen dann. Also er muss definitiv versuchen, den loszuwerden. Okay. Interessant. Das sollte aber nicht ausreichen, um mich zu töten. Bin ich der Meinung. Ach scheiße, ey, das reicht. Oh Menno. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das tatsächlich ausreicht. Der hätte es aber auch nichts gebracht, hätte ich einer der anderen Karten gespielt. Das Einzige, was es was gebracht hätte, hätte ich nicht Dings hochgeheilt, sondern mich selbst. Aber damit habe ich halt einfach nicht gerechnet. Ärgerlich. Schade, schade, schade. Und ich glaube, ansonsten hätte ich auch sowieso kaum was dagegen machen können, weil ich hatte nicht so viele. Also ich habe, glaube ich, nur eine einzige wirkliche Ward-Karte in meinem Deck. Also das hätte mir dann auch sowieso nicht so viel gebracht. Das ist nicht ganz so das, was ich mir gerade vorstelle. Okay, dann sprich erstmal den. Gut, dann fange ich mal damit an. Dann spiele ich danach wahrscheinlich Glorious Core. Okay, Godson Stride. Glorious Core hätte mir da viel zu wenig gebracht in der Situation, deshalb lieber Godson Stride, damit musste er wenigstens eine weitere Karte traden. Gut, dann spiele ich jetzt mal als erstes den. Und mal sehen, was jetzt kommt. Ach. Verdammte Scheiße. Das ist kein Officer. Mist. Ey, das bringt mir gerade nichts. Fuck. Ich bin jetzt echt. Ach fuck, Enemy Follower nicht. Ach Scheiße, nicht Enemy Card. Scheiße. Gut, dann muss ich den hier einmal evolven. So, nächsten Zug. Also ich gehe davon aus, dass der jetzt den hier killen wird, leider. Nächsten Zug hätte ich dann nämlich gerne den evolved und... Jo, definitiv, er wird den evolven und reintraden. Ah ne, das ist jetzt noch... Das ist noch blöder für mich. Ich muss das jetzt machen. Nächsten Zug kann ich wenigstens einmal Troll spielen, damit sorge ich dafür, dass ich da ein bisschen wieder, dass der quasi neu als weiteres Target fungiert. Dann kann ich den hier spielen und danach Alvida und vielleicht ein paar Lootkarten. Also er wird auf jeden Fall den hier loswerden wollen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Okay. Okay, interessant.
Damit habe ich nicht so das Problem mit dem Trade. Das ist zwar unangenehm, aber damit komme ich auch klar. Weil ich dagegen ganz gut was machen kann. Evolve nochmal. Mortal or deity, I'll have submit yourself to me. So, dann mache ich den. Ah, den kann ich sogar Rush geben. Das ist sehr schön. Es ist nicht optimal bisher, aber es funktioniert noch. Daher. Ah, fuck you, damit killt er jetzt den nochmal. Na, danke sehr. Da hat wohl jemand nicht ganz aufgepasst. Finde ich nicht so problematisch. Ja, den brauche ich gerade noch nicht. Ich spiele erst den hier. Hopp. Jetzt ist für mich die Frage, ich denke, ich sollte den da auf jeden Fall machen. Und mit denen gehe ich Face. Ich denke, ich werde... Oh, fuck you. Es ist natürlich auch unangenehm jetzt für mich. Sehr, sehr unangenehm. Okay. Ah, okay, er wird den da rein traden. Verstanden. Oh, das ist für mich tatsächlich ganz gut. Gut. Ich hoffe einfach mal, dass er jetzt nichts hat, womit er den hier großartig wegmachen kann. Aber... Ah, fuck it, er hat ja... Stimmt, er hat ja Kokaidas auch. Scheiße, ey, damit habe ich... Damit habe ich mit sehr Wahrscheinlichkeit verloren. Nervig. Okay. Gut, dann fange ich mal damit an. Mist Butler, Dann evolve ich mal den einfach mal. I desire nothing more than to defeat you. Right this way, please. Light 'em up! Das ist natürlich jetzt auch sehr, sehr ätzend für mich insgesamt schon. Ach, fick dich, ey. Damit kann er auch noch evolven. Ach, scheiße, ey. Sink into the bloody mire. Guess that's it for me. Travels about freedom. It won't be long now. Komm, mach ich den nochmal. Damit kriegt er wenigstens immer Ambush. Ah, fuck. Schade, ich krieg den Effekt nicht wieder. Es ist... Ah, fick dich, ey. Damit habe ich jetzt mit so gut wie 100%iger Wahrscheinlichkeit verloren. Er wird jetzt mit
Er wird jetzt mit 100%iger Wahrscheinlichkeit was haben, womit er mich killen kann. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin tot. Ja. Schade. Schade, schade, schade. Da konnte ich nichts mehr machen. Wir haben bisher nur ein Match gewonnen. Mal sehen, wie es nächste Folge dann weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.